So, hallo und herzlich willkommen zu Film 3 von Lego Jurassic World, das Spiel. Und ja, wir tun jetzt mal fortsetzen und steigen da in das Boot da rein. Wetten, das wusstest du noch nicht. So rum geht's. Nix mache. Wieder die Ausgrabungsstätte. Dr. Grant, hier haben Sie die Resonanzkammer eines Velociraptors. Das ist fantastisch, Billy. Einfach umwerfend. Aber leider müssen wir in 4 Wochen packen. Ja, Dr. leider, Grant. Leider. Paul Kirby, Kirby Enterprises. Amanda und ich, wir leider, 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 leider. Wir waren fast auf jeder Abenteuer, die man überhaupt kann. Lauter. Ich habe ein Flugzeug gechartert, das uns über Isla Sorna fliegt. Und wir hätten Sie gerne als Führer. Und selbstverständlich möchten wir gerne einen Beitrag zu Ihren Forschungen hier leisten. Oh, Mann, Mann, Mann. Wecken Sie mich, wenn wir da sind. Nicht identifiziertes Flugzeug im Anflug auf Isla Sorna. Sie fliegen in einen gesperrten Luftraum. Alan. 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 Ich schätze, die suchen jemanden. Was machen die da? Sie beziehen Posten, aus Sicherheitsgründen. Auf dieser Insel gibt es keine Sicherheit. Wir müssen zurück ins Flugzeug. Würden Sie Ihrer Frau sagen, dass sie mit diesem Krach aufhören soll? Das ist keine gute Idee. Ja, finde ich auch. Die Landestelle. Eric! So. Und jetzt mal. So, weiter geht's. Amanda? Sie sollten mal an Ihrer ehelichen Kommunikation arbeiten. Ja. Er kann schießen. Hier sind ja überall Dino-Haufen. Ich schicke den Kirby seine Rechnung für neue Schuhe. Keine Sorge, er lässt die Straße hier. Ich bin mir ganz sicher, dass... Schauen wir mal die kaputt. Bringt ihn denn nichts. Na gut. So. Halt! Du bist gar kein Indianer, Judaski. Ich meine, wir haben immer ein Walkie-Talkie. Jungs, ich glaube, ich höre etwas. Etwas Großes. So, man müsste da irgendeine Seite anheben. Das stimmt, das kommt der. Nicht der. Der da. Ich klettere hier hoch. So, dann müssen wir da so rüber, dann so. Okay. Wenn wir mal schauen, was wir da jetzt machen werden. Das war ein Kopfsack. Ich wusste gar nicht, dass die oder dass sie so fett zubeißen. Los, rauf hier! Ah, und der hat doch eine Schaufel.
Dammer des Zamm. Dann nehmen wir da so rüber. Dann müssen wir das separieren. Oder auch nicht. Ach komm schon, jetzt. Jetzt, wenn das Geist da ist. So, dann da so rüber und so rüber. Dann sind wir auch da oben. Dann brauchen wir da den hier. So, dann das hoch. So. Eric! Dann brauchen wir wieder den da. Den Idioten da. Amanda, Schatz, Dr. Grant sagt, dass das keine gute Idee ist. Was? Das ist der Bernstein, das kann vielleicht auch so nützlich sein. Das ist keine gute Idee. Genau das Schreien ist keine gute Idee. Los, wir müssen sie erreichen. Immer diese dumme Fragen da. Ja, den Bernstein können wir, glaube ich, vergessen. Das ist der Kampfstein. Dann machen wir das wieder. So, dann da. Wir müssen wieder zurück ins Flugzeug. Und was ist mit dem anderen? Cooper ist ein Profi, der schafft das schon allein. Das ist Cooper. Wer hat das Satellitentelefon? Ich, Sekunde. Oh, Mann. Es klingelt dann. Gott sei Dank haben wir den Himmel gekriegt. Kann ich den wirklich verpassen? Nein! Hier rein! Komm schon! Dass wir das nicht gekriegt haben. So, glaube ich, die Essen. Ja, doch, die Essen waren nicht. Glaub ich. Jetzt erwarte ich eine Erklärung, Mr. Kirby. So, dann haben wir
den ersten Level von 5-3 erledigt. Es ist nicht schlimm. So, dann Water, Pickup und so weiter. Das haben wir wie auch nicht geschafft. Level abgeschlossen und Geschichte fortsetzen. Und man kann den immer noch sehen. Gut. Also, bis zur nächsten Folge.